Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquarist. Tada! Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte eigentlich nur sagen, in der letzten Folge hat uns unser Vater genötigt, sozusagen in den Keller zu gehen und hat gesagt, dass wir uns hier was Eigenes aufbauen können. Und ich glaube, den Text haben wir in der letzten Folge schon mal vorgelesen, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen, Sohn, du bist endlich alt genug, um deine Leidenschaft ernst zu nehmen und deinen ersten Laden zu eröffnen. Hier ist unser wunderbarer Keller. Das Aufräumen wird ein wenig Mühe erfordern, aber ich denke, du schaffst das schon. Leider funktioniert der Strom nicht mehr. Ich glaube, im Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Bring das in Ordnung und wir können sehen, wie es hier aussieht. Bevor ich es vergesse, hier ist ein wenig Geld für den Start deines Geschäfts. Ja, haben wir aber schon bekommen anscheinend. 2711 ja, Dollar, ich sag wahrscheinlich mal Euro. Der Sicherungskasten ist defekt. Finde die Sicherung, um sie einzuschrauben und den Strom wiederherzustellen. Oh Gott, sieht das hier aus. Wobei, sind wir mal ehrlich, ist nicht ganz so dunkel hier, ne? Eieiei, haben wir einiges vor, so wie das hier aussieht. Was hat denn der hier alles gemacht, beziehungsweise nicht gemacht? Das ist ja schlimm. Hier auch. Oh, das kann man theoretisch verkaufen. Oder ist das nur der Preis von den anderen Sachen, die wir verkaufen können? Und was? Übernimm den Auftrag. 4 ging zum Preis. Hä? Okay. Wohin diesen ganzen Chaos? Oder hinten geht es noch weiter. Wohin diesen ganzen Chaos kann man bitte eine Sicherung finden? Miro 88 413 498. Ich hoffe, das war jetzt keine echte Handynummer. Keine echte Telefonnummer. Ich finde hier gerade nichts, ne? Also. Ich finde aber auch keinen Sicherungskasten. Oder ist soll das der Sicherungskasten? Nee, es ist doch kein Sicherungskasten hier. Doch. Ach, daneben. Ah, okay. Das ist so eine runde. Dann ist das doch das Ding, was hier lag. Wieso konnte ich. Ah, ich konnte hier nicht nehmen wegen der Taschenlampe, oder? Und weil er mir nicht angezeigt hat, dass man da anklicken kann. Okay, verstehe. Ja, komm. Ja. Im Laufe der Jahre hat sich hier viel Müll angesammelt. Wenn der Laden in so einem Zustand ist, kannst du keine Kunden hereinlassen. Kümmere dich darum, dann beginnen wir mit der Einrichtung der Aquarien und bereiten den Laden für die Eröffnung vor. Speichere das Spiel mit dem Gerät, das auf dem Tisch liegt. Hä? Okay, meinen die das hier, das Schwarze? Ah, okay. Klicke und halte den Müll, um ihn aufzuheben. Kann ich ja alles hier aufheben. Wirf ihn in den Mülleimer. Das ist offen, sehr schön. Gut, das ist, war doch Papier, ne? Steht jetzt nicht drin. Das kann jetzt natürlich auch... Ja, aber das ist kein Müll. Nee, nee, das ist kein Müll. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher. Die sind ja noch zu, die Kisten. Halte, um Müll fallen zu lassen. Ja, aber ich bin mir da nicht sicher. Also die Sachen, ja. Gut, ich denke nicht, dass da irgendwas drin ist, was relevant ist. Leider kriegen wir dafür kein Geld, wie es manchmal so üblich ist, wenn man Müll wegwirft. So, 3 Sachen müssen wir noch wegwerfen. Das ist auf jeden Fall noch Müll. Den können wir wegwerfen, weil ich denke mal, da kommt wahrscheinlich... hallo? Ich denke mal, da kommt wahrscheinlich auch noch was von wegen, guck in den Kisten nach, was da drin ist oder so. Kriege ich das hier mit? Passt das hier überhaupt rein? Okay, es passt rein, sehr schön. Ist ein bisschen komisch, aber es passt rein. Komme ich nicht ran. Nehme halt das, was hier vorne liegt. So. Okay. Teile des Mülls sind wertvoll. Finde ihn und verkaufe ihn, indem du darauf klickst. Hier, sowas könnte man verkaufen, oder? Drücke G zum Verkaufen. Weil Felgen, sind wir mal ehrlich, brauchen wir nicht, ne? Reifen, ich weiß nicht, ob Vater seine Winterreifen noch braucht, aber ich denke mal nicht. Ah, können wir alle verkaufen. Ich hoffe nur, das waren jetzt nicht meine Reifen. Die Pinölchen, keine Ahnung. Halte linke Maustaste gedrückt, um das aufzuheben. Okay, die sollen wir anscheinend nicht verkaufen, nehme ich mal an.
Klicke auf den umgefallenen Schrank, um ihn aufzuheben. Meint ihr den hier? Wenn du den Mob hältst, drücke und halte die linke Maustaste auf das Graffiti auf dem Schrank. Muss ich mir erstmal einen Mob wieder kaufen, ne? Wir haben ja hier nichts. Das war der Schwamm. Der Schwamm. Mob. Zack. Die Frage ist, wo kommt das hier hin? Ist das das? Ja, ne? Wieso liegt das denn hier auf dem Boden? Na gut, egal. Also, linke Maustaste, um das Graffiti zu entfernen. Sehr schön. Reparierte Möbel können verkauft werden. Ja, Wir wissen aber halt nicht, was wir davon noch brauchen, ne? Das ist halt das Ding. Das können wir einmal aufstellen. Und sollten wir vielleicht auch nochmal sauber machen. Also es ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt hier nur Aquarien reinstellen, wovon ich mal ausgehe, vielleicht noch eine Sache, einen Schrank oder so, wo man das Zubehör reinstellt. Ach so, kauf und nimm einen Farbroller und die Farbe, mit der du die Wände streichen möchtest. Oh mein Gott. Moment. Ich sollte aber trotzdem hier mal so ein bisschen Klarschiff machen, glaube ich. Weil die Sachen, die müssen wir sowieso auch loswerden, nehme ich mal stark an. Also ich denke, in dieser Folge wird nichts großartig gemacht. In dieser Folge wird nur renoviert. Hier werden wir zum Heimwerker King oder zur Heimwerker Queen, wenn man so möchte. So, haben wir auf der anderen Seite eigentlich auch noch? Hier ist nur die eine Mülltonne, ne? Haben wir zumindest hier die Ecke so ein bisschen schöner. Damit wir auf jeden Fall auf einer Seite so ein bisschen Platz haben, wo wir was hinmachen können. So, im Prinzip ist es ja egal, wo wir die Wand streichen. Ne? Würde ich sagen, fangen wir da an. Also Farbroller und Farbe. Farbe, das ist hier drin. Einmal Farbroller. Und die Farbe, ja, die sind alle so aggressiv. Also gelb finde ich persönlich immer sehr hübsch. Grün könnte natürlich auch ganz nett sein. Wobei, ich denke mal, ich werde die gelbe Farbe erstmal kaufen. Die finde ich immer ziemlich cool. So, also im dritten den Farbroller, den Farbeimer. Eimer. Und dann streichen wir damit keine Wände, weil wir nirgendwo streichen können. Drück und halte die Maustaste an die Wand. Oder müssen wir näher rangehen? Das kann natürlich auch sein. Ah, okay. Wir müssen näher rangehen. Kauf ein neues Bodenmuster. Wollt ihr mich veräppeln? Das ist doch. Es ist aber kein Gelb hier. Wenn das jetzt so wird wie links. Ja, es wird langsam wie links. Aber ganz ehrlich, das ist doch kein Gelb. Ey, die Farbe sieht ja fast genauso aus wie die da hinten. Was soll das denn? Okay, wir gucken aber erstmal. Kauf ein neues Bodenmuster. Hebe es auf und klicke auf den Boden, um es zu ändern. Okay, da haben wir jetzt nur das und das Fußbodenmaterial. Holzboden sieht so billig aus, aber das sieht natürlich auch billig aus. Ne? Das passt auch gar nicht so zu Wasser. Ah, ich nehme mal das Holz. Das ist. Wieso darf ich nicht auf 5 drücken? Oder muss ich nochmal auf 4 drücken, damit das weggeht? Nö. Keine Ahnung. Können wir den Farbeimer. Genau, schmeißen wir den einfach mal auf den Boden. Ach so, das ist die Taschenlampe. Ich dachte gerade, warum haben wir das jetzt wieder? So, dann einmal auf den Boden. Will er nicht? Doch, jetzt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Bin ich ganz ehrlich, aber wir lassen es erstmal. Kaufe Dekoration für dein Geschäft und baue sie auf. Ja, ich würde aber sagen, dafür muss hier erstmal ein bisschen Platz sein. Ich weiß auch nicht. Brauchen wir das Teil noch? Das ist ja eigentlich für Autos, ne? Vater ist auch nicht mehr da, den können wir jetzt auch nicht fragen. Keine Ahnung. Da wir eh keine Felgen mehr hier haben, verkaufen wir das einfach so. Den können wir normalerweise aufstellen, aber den will er irgendwie nicht aufstellen. Könnten wir verkaufen? Ja, doch, eigentlich könnten wir den verkaufen. Ne? Brauchen wir den? Nein, eigentlich nicht. Ich denke mal, das können wir auch verkaufen. Will aber irgendwie nicht verkaufen. Ich weiß nicht warum.
Das kann man auch nicht verkaufen. Ja, die Kartons, ne? Ich weiß halt nicht. Wir haben jetzt hier auch nicht wirklich... Achso, mich gedrückt halten. Wir haben jetzt hier auch nicht wirklich viel Platz, muss ich dazu sagen. Kann man nicht irgendwie Farbe auf dem Boden machen? Das wäre doch cool. Hallo? Ja, sollst du rauskommen. So, haben wir jetzt hier den ganzen Müll zumindest schon mal entsorgt? Das wäre gut. Können wir das verkaufen? Das können wir verkaufen. Ja, das ist doch super. Wieso können wir das nicht verkaufen? Ich weiß es immer noch nicht. Okay. Das ist alles flammbar. Entflammbar. Gasflasche. Ja, Gasflasche. Ich glaube nicht, dass wir Gasflaschen dafür brauchen. Keine Ahnung. Die Leuchte. Ja, die können wir nochmal behalten, würde ich sagen. Keine Ahnung, was wir hier mit Verkehrsschildern eigentlich machen sollen. Die können wir wahrscheinlich nicht verkaufen. Können wir die wenigstens wegwerfen? Ja. Hier. Alles weg. Die Pinölchen hier, die tun wir auch mal weg, wenn das geht. Genau, siehst du. Und schon wird ein Schuh draus. Hat man hier nämlich wenigstens wieder ein bisschen Platz. Bei denen bin ich mir jetzt halt nicht sicher. Theoretischerweise kann man ja immer noch was dafür finden. Die Fische da reinstellen oder irgendwas in der Art. Deswegen, ja, weiß ich jetzt halt nicht, ob wir die wirklich verkaufen sollen. Erstmal alles weg. So. Da sieht es hier doch schon mal einigermaßen schicker aus, ne? Ich meine, bis auf die Kartons, wo ich halt noch nicht so genau weiß, was machen wir damit? Die können wir mal, zack, erstmal hier aus dem Weg räumen. Was ist mit dem? So, den einmal hinstellen. Wir haben noch den Schrubber noch, ne? Dann machen wir das auch mal sauber. So, haben wir hier sonst noch was? Ich weiß nicht, wie das mit den Aquarien aussieht. Müssen wir die auch? Ne, die können wir jetzt so nicht schrubben. Da ist auch, glaube ich, das andere für da, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. So, schmeißen wir einfach mal alles hier raus und in die Ecke. Brauchen wir das Ding? Ich würde sagen, nein, oder? Wir wollen ja nur Regale aufbauen. Das ist eine schöne kleine Ecke. Das können wir auch verkaufen. So. Die Kartons, ne? Ich würde sagen, komm, kann man die wegwerfen? Ja, kann man. Ja, komm, dann machen wir es jetzt hier. Ich weiß ja nicht, was drin ist oder ob man hier öffnen kann. Keine Ahnung. Die schmeißen wir jetzt einfach mal hier rein. So, wo können wir denn überhaupt Dekoration theoretischerweise aufstellen? Was haben wir denn überhaupt? Fragen wir es mal so. Dekoration für den Laden hat, für dein Geschäft. Achso, eine Pflanze zum Beispiel. Okay. Wo stellen wir die auf? Ach, das ist so eine Bodenpflanze nur. Ja, dann nehmen wir die doch und schieben die hier hinten in die Ecke, würde ich sagen. So. Achso. Kaufe ein neues Muster für die Wand. Ich dachte gerade, wie und hebe. Oder hebe es auf, habe ich die ganze Zeit gelesen. Nee, das sieht mir zu sehr nach, ne, aus. Das könnten wir theoretisch bemalen, ja, aber... Ja, das sieht dann so aus wie hier vorne. Ich weiß nicht, was schöner ist, ob man das so verklinkert oder ob man das lieber anders macht. Also normalerweise würde ich sagen, damit das schöner aussieht, Wandmaterial, klassische Standardwand, einfach und billig, daher ideal für den Anfang. Dass wir die einmal kaufen und uns das tatsächlich mal angucken. So. Ja, ich finde, das sieht tatsächlich besser aus als diese Verklinkerung, weil die wirkt in Kombination mit dem Holz tatsächlich sehr, sehr, sehr billig. Bin ich ganz ehrlich. Auch, dass man hier mal rausspringt, das finde ich so doof. Weiße Wand. Nehmen wir mal, keine Ahnung, 20 Stück. Ich kann nur 10 nehmen. Das ist natürlich geil. Darf ich nicht mehr hier hinlegen oder darf ich nicht mehr kaufen? Das wäre dann nämlich blöd. So, kommt das dahin?
So wirkt doch schon ganz anders, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Hier haben wir das mit der Verklinkerung und ich finde, das sieht viel besser aus irgendwo. Doch. Schade, dass man immer nur eins nehmen kann. So, ich wollte auch mal leere Hände haben, wenn ich das mache. So. Kommen wir auf jeden Fall nicht komplett mit rum. Aber das macht nichts. Müssen wir halt ein paar Stunden länger arbeiten. Wenn wir immer hin und her laufen müssen hier. Einmal in die Ecke. Und. Hallo? Ah, jetzt. So, hebe den umgefallenen Schrank auf. Da soll noch ein umgefallener Schrank sein. Oder meine ich das hier? Ach, zum Reparieren. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Können wir die Taschenlampe vielleicht mal eben hier ablegen? Den Schrubber, denke ich mir mal, brauche ich auch nicht. Und das vielleicht auch mal, damit wir generell mal freie Hände haben. So, streiche die Wände. Wir wollen aber noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also sagen wir nochmal 10 Stück. Achso, nee, das mache ich ja mit Tab. Da. Nochmal 10 Stück. Damit das auch schön aussieht. Oder zumindest schön näher aussieht, als es jetzt aussieht. Sagen wir es mal so. Oder als es eben ausgesehen hat. Jetzt wirkt es ja schon ganz anders. Bin ich ganz ehrlich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ob ihr findet, dass das jetzt mit der Wand schöner aussieht. Oder ob ihr findet, dass das halt mit der Wand besser ausgesehen hat. Also wir reden jetzt noch nicht von der Farbe, ne? Wir reden jetzt tatsächlich nur von der Wand. Weil ich finde, so wirkt das Ganze ein bisschen wohnlicher, als ob wir jetzt hier quasi renovieren. Was wir streng genommen ja auch tun. Aber in dem Sinne jetzt, als ob wir renovieren, damit das halt eben ja wie so ein Wohnzimmer in Anführungszeichen wirkt. So, dann weiß ich nur nicht, wie ich da hinkomme. Jetzt. Ah, das müssen wir mal wegwerfen hier. Ich komme ja nirgendwo richtig hin. Was ist, brauchen wir die? Ich denke nicht, oder? Ich würde sagen, die verkaufen wir auch. Was ist mit diesem Brooklyn-Bild? Das können wir erstmal noch hängen lassen, oder? Sieht ja jetzt nicht unbedingt schlecht aus. Es kommt genau hin. Habe ich das gut gemacht oder habe ich das gut gemacht hier? Ja, cool. Sieht auf jeden Fall, finde ich persönlich, schon mal wesentlich besser aus. Wenn man jetzt noch das Holz in einer schöneren Farbe streicht, dann wäre es noch besser. Okay, schauen wir mal. Ach, damit können wir die Farbe verändern. Also klar, die Farbe verändern ist logisch, aber damit können wir die Intensivität der Farbe verändern. Wenn wir jetzt ein bisschen zu lange machen, dann haben wir nämlich das Gelb zu dunkel, in Anführungszeichen. Das sieht aber richtig gut aus, muss ich sagen. Doch, das gefällt mir richtig gut. So ungefähr. Also das wirkt jetzt noch viel geiler, finde ich, als die weiße Wand. Auf jeden Fall. Ich habe damals in meiner ersten Wohnung und ich glaube in meiner zweiten auch, habe ich auch die Wände gelb gestrichen. Teilweise auch orange, glaube ich. Ja, genau. Das war aber dann die Tapete, meine ich. Hallo? Hilfe! Warum darf ich nicht weitermachen? Jetzt sieht der Laden viel besser aus. In deiner Freizeit kannst du ihn fertig sauber machen. Aber jetzt ist es an der Zeit, sich um die Aquarien zu kümmern. Nein, ich will mich. Nein, ey, hallo? Ich bin hier gerade mitten im Renovierungsfieber. Ich kann jetzt nicht einfach mich um die Aquarien kümmern. Die sind jetzt total zweitrangig. Was will ich hier mit Aquarien in ein Aquariumspiel? Das geht ja gar nicht. Ich muss die Wände doch erstmal streichen. So, es muss alles total schön aussehen. Das wird mein Partykeller demnächst. So, es dauert ja auch nicht mehr so lange, dann sind wir ja überall damit durch. Ich wollte gerade sagen, macht der hier überhaupt was? Ich finde, da wirkt es ein bisschen heller, oder? So.
So, ich finde, das passt jetzt wieder besser dazu. Also übrigens toll, dass das geschlossene Schild von innen hier drin ist, damit das dann bloß keiner sehen kann. Ja, das sieht gut aus. Moment. Schmeißen wir erstmal die Kartons hier noch weg, damit wir hier mal ein bisschen. Weil dann kommen wir hier auch ans Aquarium ran. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit dem Aquarium tatsächlich anfangen. Das konnte ich nicht verkaufen, ne? Dann schmeißen wir das jetzt auch weg, komm. Was soll's? Dann haben wir hier mal ein bisschen Freiraum, um uns wirklich um was zu kümmern. Es kann sein, dass die Folge hier ein bisschen länger dauert, aber ich will das wirklich so von Thema zu Thema immer eine Folge machen. Deswegen, ja gut, wenn es jetzt eine Stunde dauert, dann muss ich auf jeden Fall zwei Folgen davon machen. Das ist auf jeden Fall sicher. Aber wenn es jetzt so, weiß ich nicht, 40 Minuten dauert oder so, dann kommt das natürlich alles in die Folge rein. So. Wer übrigens gerne solche Sachen anguckt, wo man Sachen renoviert und so weiter, vielleicht auch einrichtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe noch so einige Sachen, ja, nicht auf dem Rechner, aber in meiner Steam-Liste, die ich mir gekauft habe und wo ich wirklich sehr, sehr geil darauf bin, die auszuprobieren. Das können wir verkaufen, glaube ich, ne? Ja. Unter anderem ist da ein Hotel-Renovierungsspiel drin. Ich komme gerade nicht darauf, wie das heißt. Ich habe ein paar Bilder gesehen, sah für mich persönlich jetzt sehr, sehr geil aus. Interessiert mich auch sehr. Können wir also gerne hier, achso, so. Können wir also gerne hiernach auch mal machen. Ich habe da auch verschiedene Sachen noch drüber gelesen. Ich glaube, ein Ton noch dunkler. Dass da zum Beispiel auch Vampire oder Werwölfe, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, reinkommen und einchecken in einem Hotel. Also es war auch ganz lustig. Und da musste man das wohl extra für die so herrichten. Oh, das ist aber eine schöne Vitrine oder was das ist hier. Musste man das extra so herrichten, dass die sich da drin wohlfühlen. Und ja, also nach allem, was ich darüber gelesen habe bzw. gehört habe, hört sich das auf jeden Fall wahnsinnig interessant an. Und ich würde es ehrlich gesagt gerne nach dem hier dann machen. Aber das hat mich jetzt irgendwie so ange... Alter. Explodiert die Tonne jetzt gleich oder was? Was ist mit dir los? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Du sollst die Dinger hier löschen. Genau so. So, das noch. Das können wir, doch, das können wir machen. Dann tun wir das auch weg. Die können ja da unten drin bleiben. So, dann streichen wir hier nochmal eben die letzten paar Meter. Hier, es ist noch eins zu hell. So. Es ist halt nur schwer zu sehen in den Bereichen, wo es so dunkel ist, ne? So, hier haben wir alles, ne? Ja, perfekt. Den Raum haben wir schon gestrichen. Sehr, sehr geil. Weil ich finde, dass es da irgendwie heller wird. Ich bin mir nicht sicher. Aber egal. Dann tun wir die Sachen hier erstmal weg. Genau, stell das mal unten daneben. Kein Thema. So. Klicke auf den Auftrag über den Schreibtisch. Ist es das hier oder ist das? Nee, das ist die To-Do-List. Ich nehme an, das hier. Auftrag nicht abgeschlossen. Vier gingen zum Preis. Was? Von nun an gehen Items direkt in dein Inventar und ihr Überschuss landet auf dem Tisch. Kaufen Sie einen Schwamm. Ach, der geht dann direkt in mein Inventar? Okay, ein Schwamm, ein Schwamm. Ich habe keine Ahnung, wo ich einen Schwamm herkriege. War das nicht gerade hier dieses Schwamm? Hier, genau. So, der ist jetzt direkt im Inventar. Reinige die Aquarienscheiben mit einem Schwamm. Oh, Hilfe! Ja, das ist ja ein Service hier. Auf einmal steht das Ding hier rum. Ja, cool. Achso, das musste ich ja selber bewegen, genau. Das war's. Ja, komm.
So, wir wollen ja auch was sehen. Das sieht mir so sehr nach Vandalismus aus, immer wenn das hier so grün ist. Ach so. Ich glaube, das kriege ich nicht weg, weil das ist das andere Aquarium im Hintergrund. Das hier unten müsste ich aber eigentlich wegkriegen. Ja, komm, komm. Dann da. Ja, ich bin mit dem Schwamm am Zielen, anstatt mit dem Punkt zu zielen. Das war natürlich jetzt nicht so clever. Okay. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Klicke auf den Auftrag, um deinen Lohn zu erhalten. Zack. Ah, neues Level. Level 5. Wasserpflanzen. Oh, wir haben die rosane Farbe. Mist, hätten wir das doch vorher gewusst. Dann hätten wir alles rosa machen können. Oder rosa-schwarz. Vielleicht machen wir unser Schlafzimmer damit. Mal gucken. Ach nee, wir sind ja ein 14-Jähriger. Ja, nee, 14 sind wir jetzt nicht mehr. Wir sind ja jetzt älter. Hintergrund für das Aquarium. Oh, das sieht aber sehr schön aus. Und mal wieder ein Seestern. Irgendwie kriegen wir in jeder Runde einen Seestern dabei, habe ich so das Gefühl. Neuer Fisch. Okay, sehr schön. Wie ging denn das nochmal? Wie kann ich das aufheben? Halte die rechte Maustaste gedrückt und. Oder muss ich das erst leer machen? Das kann natürlich auch sein. Weil das hier sieht so voll aus. Das ist auch voll. Bis oben hin, ja. Aber die meinen, die hier hinten war ja keins mehr, ne? Ne, hinten war keins mehr. Ich kann die jetzt schlecht so tragen. Darum geht es wahrscheinlich, dass ich die erstmal leer machen muss, oder? Moment, ich hole mir mal eben ein Netz. Die können wir einfach mit bei der Pappe entsorgen. Können wir die noch verkaufen vielleicht? Wir können ja so tun, als ob die leben. Wir schreiben einfach so ein kleines Zettelchen da rein nach dem Motto lebt noch, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, geht das? So. So, dann brauchen wir einen Eimer. Also ich hoffe mal, dass Sie das so meinen, dass man sich da quasi selber drum kümmert. Wo hatte ich den Eimer denn jetzt? Hier. Dass man sich da selber drum kümmert, die Sachen zu leeren und so weiter. Oh. Das war jetzt nicht meine Intention. Ich wollte eigentlich schon das Wasser da rausholen. Ach, dafür brauche ich einen Schlauch, ne? Oder wie war das nochmal? Das hatten wir doch irgendwie. Schlauch. Moment, den haben wir da angehangen. Genau, das war's. Und dann so. Und dann haben wir hier hinten, hatten wir ja was zum Auskippen. Beziehungsweise damit können wir dann später natürlich auch neues Wasser wieder reinmachen. So. Ich finde das nur blöd. Warum soll ich die auf den Arbeitstisch bringen, anstatt die hier sauber zu machen? Also das ist der Teil, den ich jetzt nicht verstehe. Ich kann das ja hier machen. Jeder normale Mensch, wenn er sowas machen würde, der würde jetzt nicht hier erstmal das ganze Wasser leeren. Ja gut, das Wasser leeren letztendlich schon, weil er natürlich dann auch alles reinigen möchte. So porentief rein von innen sozusagen. Hoppala, was war jetzt? Hallo? Nein! Du Idiot! Habe ich da jetzt noch eine drin? Ich glaube ja, oder? Sah irgendwie so flackernd aus. Ja, da ist noch was drin. Doch. So. Sind wir jetzt schon stark genug, das Ding? Nein, nein, da wollte ich nicht rein. Halte die rechte Maustaste gedrückt und klicke dann auf die linke Maustaste, um es aufzuheben. So. Okay, dann machen wir erstmal wieder alles sauber. Ich hoffe, dass die
Dinger da drin nicht gleich eingehen, die ganzen Pflanzen. Aber normalerweise, ich meine, klar, wenn ein Fisch kein Wasser hat, ist das die eine Sache. Aber so eine Pflanze, Alge, was auch immer, die sollten, denke ich mal, hoffe ich mal, normalerweise nicht das Problem haben, wenn die mal kurzfristig ohne Wasser sind. Zumindest, wie gesagt, hoffe ich das. So, den Schlauch hätte ich vielleicht noch vorher abnehmen können, aber egal. Okay, das machen wir erstmal sauber. Ich probiere das mal bei den zweiten, ob wir das theoretischerweise auch ohne, beziehungsweise mit Wasser hätten hinschleppen können. Drücke J für das Aufgaben. Okay. Bringe neue Erde ins Aquarium. Warum soll ich denn neue bringen? Achso, dann brauche ich wieder... Ja, ja, jetzt müssen wir das anwenden, was wir extra davor alles gelernt haben. Ich verstehe das schon. So. Das machen wir leer. Dann machen wir neue Erde da rein. Wo waren die Erde drin? Das war's nicht. Hier. Ich denke mal... Ich nehme meine... Oder? Nehmen wir mal die hier. Komm. So. Einmal die 5 und einmal die 4. Geht das so? Ja. Dann macht er das. Genau. Sieht dann irgendwie so aus, als ob ich mich da so oben hinstelle und drüber beuge und das Ding dann voll mache. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Wahl war, keine Ahnung, aber ich meine, ganz so hässlich wird es hoffentlich nicht aussehen. Da ist aber immer noch ein... Ja, klar, ist ja auch noch nicht voll aufgefüllt. Es wäre nur ganz schön, wenn mein Akkuschrauber da nicht drin liegen würde. Ist das jetzt normal oder was? Warum liegt der jetzt da drin? Oh Gott. Okay. Erde. Die stellen wir mal hier hin. Oder die hauen wir einfach weg. Ist ja egal. So. Leute, ich würde gerne meinen Akkuschrauber haben. Warum eigentlich? Brauche ich überhaupt einen Akkuschrauber? Ich mache da gar nichts mit, oder? Ich verkaufe den mal. Komm. So. Platziere Lampen. Die müssen wir dann auch wieder kaufen. Steht ja auch Lampen, ne? Ich mache sowieso in der Größe, mache ich eh mal zwei rein. So, machen wir mal hier. Das ist aber auf der falschen Seite. Das ist nicht die Seite, die ich auserkoren habe, wo das ran soll. So. Und hier kommt er gar nicht mal an die Seite, doch jetzt. So. Dann machen wir die mal in grün, sag ich mal. Keine Ahnung. So, und hier dann logischerweise auch in grün. Gieß Wasser ins Aquarium, genau. Das wollten wir noch machen. Ich wollte den nur nicht hier absetzen. Kannst du Wasser... Normalerweise musste ich da doch nur ran. Ach so, ich darf nicht oben auf den... Ah, verstehe. Ich muss unten auf das Waschbecken draufklicken. Das sind so die Feinheiten, wo man sich denkt, ja, das sollte der doch eigentlich von selber herausfinden. Aber tut er natürlich nicht. So. Also, das System meine ich jetzt. Okay, schaffe gute Bedingungen für Salzwasserfische. Das heißt, ich muss auf jeden Fall auch noch Meeressalz da reinmachen. Haben wir da eine Heizung? Ja, Heizung haben wir drin. Perfekt, Thermostat auch. Wobei wir das Ding mal rausnehmen müssen, hier den Filter, weil der ist total versifft. Den müssen wir gleich auch mal eben waschen. Sollte wahrscheinlich der letzte gewesen sein. Ja, okay, perfekt. Dann nehmen wir mal eben den Schlauch und tun ihn mal weg. Schalte die Heizung an. Temperatur 14 Grad. Sollten wir vielleicht ein bisschen höher aufstellen. 25 oder so. Ich habe keine Ahnung.
Ach so, die sind auch dreckig. Oh, sag mir das doch einer. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das muss ich jetzt zugeben. So, mal ein bisschen säubern hier. Ist aber eigentlich auch. Achso, mit rechts. Ist aber eigentlich auch logisch, weil die nämlich normalerweise weiß sind. Ich habe mich schon gewundert wegen der Farbe, dass die eine andere Farbe haben. Aber, na gut. So. Dann säubern wir halt alle drei und nicht nur den Wasserfilter. Ich glaube, wenn man das schneller dreht, also schneller hin und her bewegt, ist es minimal schneller, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt macht er das wieder nicht richtig. Na komm, machen wir es einfach dahin. Jetzt hängt die natürlich nicht richtig, die hängt hier vorne, aber egal. Scheiß drauf. So. Wieso habe ich das Ding jetzt wieder in der Nase? Den nehmen wir einmal mit. Machen den auch nochmal sauber. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil der jetzt schwarz ist. So. Ich habe sonst immer den anderen gehabt, glaube ich. So, Meeressalz, das müssen wir dann ja auch noch holen. Das ist das hier, ne? Zack. Ja, ich habe keine Ahnung, was das mit den Pflanzen ist, aber erstens steht hier, dass ich gute Bedingungen für Salzwasserfische machen soll. Und zweitens steht da unten, schütte Meersalz ins Aquarium, also ja. Okay, eine Packung reicht, glaube ich. Das tun wir mal eben zur Seite. So, dann platziere den Hintergrund. Okay, einen Hintergrund brauchen wir auch. Das wäre dann nicht hier drin. Wäre das bei Deko? Ja. Nehmen wir den neuen. Wir nehmen das hier, komm. Wir lassen uns nicht lumpen. Das ist zwar mega teuer, aber wir lassen uns nicht lumpen. So. Das sieht doch irgendwie komisch aus. Aber irgendwie auch schön. Gut, schalte den Filter ein, der schon wieder komplett woanders hängt, als ich ihn drangehangen hatte eigentlich. So. Zack, aktivieren. Zack. Und schaffe gute Bedingungen für Salzwasserfische. Das heißt jetzt was? Oder sollen wir einfach nur drei Salzwasserfische da reintun? Das kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung. Also Wascher, genau. Also Temperatur wäre okay. pH-Wert, sagen wir mal um die 8, aber wie kann ich den pH-Wert messen? Das wäre jetzt noch wichtig zu wissen. Steht der hier drin? Nee. Das machen wir 25 hoch. Hier steht auch kein pH-Wert drin. Kann ich also nicht wirklich messen, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich nehme einfach mal drei Fische. Wahrscheinlich sterben die mir jetzt erstmal weg. Wir machen jetzt wieder Fischweitsprung. Okay, also es hieß anscheinend nicht, dass wir drei Fische da reinmachen sollen. Wunderbar. Vegetation. Wir brauchen ein bisschen mehr Grün und pH-Wert muss hoch. Okay. Bisschen mehr Grün und der pH-Wert muss hoch. Holen wir uns das. So. Erstmal ordentlich.
Hallo? So. pH-Wert ist immer noch zu niedrig. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Obwohl man viel reinmacht, scheint es ja irgendwie doch trotzdem nicht so zu helfen. Ja, machen wir noch einmal. Zack. Gerade im guten Bereich. Ah, Moment. Gute Bedingungen für Salzwasserfische. Eins haben wir schon mal erfüllt. Es müsste dann der pH-Wert gewesen sein. Dann nehmen wir noch Vegetation. Ja, aber ich weiß halt wirklich nicht, was ich machen soll. Also bin ich ganz ehrlich, kein Plan. Schaffe gute Bedingungen. Ja, ich habe das Wasser gewechselt. Ich habe das Wasser auf Salzwasser gewechselt. Ich habe genug Deko drin. Ich habe genug Pflanzen drin. Die Temperatur ist super. Ich habe alles andere gemacht, was wir machen sollten, und habe jetzt absolut keinen Plan mehr, ehrlich gesagt, wie ich hier weitermachen soll. Deswegen würde ich hier erstmal sagen, dass ich einen kleinen Cut mache und ja, vielleicht irgendwie offline nochmal ein bisschen gucke, ob mir noch irgendwas einfällt oder so. Mein Freund vielleicht mal frage, ob dem noch etwas einfällt. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was ich noch machen kann. Falls ihr da irgendwas zu wisst, was ich noch machen könnte, oder falls ihr vielleicht wisst, ob das verbuggt ist, das kann natürlich auch sein, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, mal schauen. Entweder habe ich es selber herausgefunden bis zur nächsten Folge. Nee, die Lampen sind aber auch richtig drin. Ich dachte gerade schon. Entweder habe ich es selber herausgefunden bis zur nächsten Folge, was ich damit machen kann, oder ich habe absolut keine Ahnung. Oder ich muss wirklich darauf warten, bis ich von euch Kommentare kriege, die mir helfen. Ich weiß es leider nicht. Ich sage erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.